Willkommen zu Abandoned Souls, ein Game, welches auf Steam erschienen ist. Und die Bewertung ist eigentlich recht gut. Deswegen dachte ich mir, da haben wir Bock. Meine Community hat auch gerade Bock. Die schreibt euch höchst motiviert auf Twitch gerade ein Hallo. Deswegen kommt gerne vorbei auf www.twitch.tv/gnu-live vorbei. Wir starten rein. Ich würde mich wie immer über einen Daumen nach oben und Abo sehr freuen. Und ich bin sehr gespannt auf dieses Game. New Game. So. Es ist 2015. Tim, an Orbex Vlogger, per his viewers' request, set out to explore an abandoned Hess hospital in a forest in the middle of nowhere. The web forum Tim frequented was crawling. Ich hab liebsten, wenn es weitergeht. Wir sind ein YouTube-Vlogger und gehen in ein verlassenes Krankenhaus. Immer eine gute Idee. Sie sagten, they said. Sagten sie, sozusagen. It was no ordinary hospital. Es war kein gewöhnliches Hospital, also kein gewöhnliches Krankenhaus. Verlassene Seelen! Dun, dun, dun. Oh Gott. Hier, so, hier sind wir also. Ein altes, verlassenes Krankenhaus, das in den 80ern gebaut worden ist. Ich werde in dieses Gebäude jetzt reingehen, um ein bisschen Videomaterial für meine Zuschauer zu filmen. Tolle Idee. Oh mein Gott. Das ist einfach nur schrecklich. Okay, dann gehen wir mal in das tolle Krankenhaus. Yay, wir haben ein Achievement. Würde ich nie machen allein. Ich verstehe nicht, warum man sowas allein macht. Never ever. Warum tut man sich das an? Aber Leute, für Content tun sich ja Leute so einiges an, ne? Also auch jetzt wieder irgendeiner, der gerne auf irgendwelche Gebäude geklettert ist. Der ist jetzt gestorben. Voll tief runtergeflogen. Schrecklich. Never ever würde ich das machen. Wenn ich schon die Tür sehen würde, wäre es bei mir schon vorbei. Ist. Ist es zu laut oder geht's? Okay, ist auf jeden Fall hinten irgendwas. Ich glaube, da hinten sollte ich hingehen. Da wurde ich hingelotst. Oh Gott, da ist doch was drin, oder? I don't like it. Da hinten ist ein Light. Also Leute, wir machen hier gerade exquisiten YouTube-Content. Kann ich da irgendwie lang? Gott, ey, ich würde das nie machen. Niemals. Und spätestens jetzt würde ich heulen. Das hört sich nicht nach einem Hund an. Oh Gott, ich dachte gerade, da läuft was. Hey, furchtbar, wenn ich da was rumsteppen hören würde. Ich würde durchdrehen. Oh Gott, man sieht ja gar nichts. Hallo?
super. Licht brennt, Leute. Ihr wisst, was es bedeutet. Hier war schon jemand. Also jetzt wär's sowieso vorbei, sorry, aber... Wie kann man sich sowas selber nur antun? Der ist doch selber schuld. Alles nur für den Content. Ich würde einfach mit Freunden durch den Wald laufen und dann Soundeffekte rüberlegen für das perfekte YouTube-Video. Hey, diese Geräusche machen mich echt irre. Wo muss ich eigentlich lang? Da wurschtelt doch irgendwann was rum. Ich höre es doch genau. Soll ich leiser machen? Warum denn, ihr kleinen Schisser? Es ist so eine Art Slenderman. Slenderman? Wo man auf einmal so einen Jumpscare kriegt. Oh Gott, da kam das Geschrei her. Oh mein Gott, die dumme Flashlight. Nein, meine Flashlight! Ah! Mann, ey, never ever, that was scary, never ever würde ich da reingehen. Meine Güte. Go away. Sollten wir vielleicht wirklich machen. Kann ich mir bitte die Axt nehmen? Bitte. Bitte. Oh. Okay. Oh, mein Telefon. Alarm. Ich muss zurück in die Tasche, zum Auto. Was hat der Alarm jetzt ausgelöst? Oh, da bricht jemand mein Auto ein. No! Oh nein, ihr Schweine. Bestimmt kaputt gemacht. Hä, da hätte ich so durchdrehen. Excuse me? Vor allem alleine. Also ganz ehrlich, wer macht denn das alleine? Kennt ihr einen YouTuber, der das alleine macht, der keinen Kameramann dabei hat? Ich nicht. Da ist jemand, der ist auf die Hupe drückt. Ich muss näher ran, um herauszufinden, was mit dem Alarm ausgelöst hat. Er ist alt. Ich wollte einen neuen Alarm installieren. Geht nicht mehr aus. Das ist es besser. Oh mein Gott, was zur Hölle? Eine blutige Axt? Wer könnte so etwas getan haben? Ey, also jetzt würde ich nach Hause fahren. Nein, fuck. Ich gehe nach Hause. Tim ist so erschrocken gewesen von seinem Leben, dass er entschieden hat, dass das Risiko nicht wert ist. Habe ich jetzt ungewollt ein neues Ende eingetrillert? Aber endlich macht einer mal das, was ich sage. Das ist die normalste Reaktion eines Menschen. Genau das. Genau das. Verdammt nochmal. Leute. Exactly this. Aber es gibt mehrere Enden, ne? Deswegen kannst du immer irgendwo starten. Genau das, meine Freunde. So würde es jeder machen. Jeder würde dieses verdammte Spiel und diese verdammte Area sofort verlassen. Geil. Witzig. Endlich hat es mal einer getan, Leute. Das erste Spiel, wo einer mal realistisch drauf reacted hat. Geil. Hier lang? Das ging ja schnell, ne? Endlich mal jemand. Wissen wir auch den Weg.
Heißt es also jetzt, ich gehe gar nicht zu meinem Auto und ignoriere mein Auto? Oder muss ich mein Auto trotzdem entdecken, so gesehen? This is a pretty good question. Im Garten genieße die Abendsonne. Süß. Schön. Dann hören wir jetzt den Schrei. Das Schweinchen hat geschrien. Das aufgespießte Schweinchen. Jetzt holen wir uns nochmal unsere... Oh nein. Unsere Brechstange. Das wussten wir jetzt. So. Eine Crowbar am Table. So. Okay, dann gehen wir jetzt zum Auto zurück. Und dann steigen wir nicht ein. Dass das Auto überhaupt noch fährt. Aber alleine das wäre ja schon echt krasses Footage. Nur ich glaube, kein Mensch da draußen würde einem YouTuber glauben, dass das passiert ist. Jeder würde glauben, jemand anders hat die Axt da reingehauen. Ich glaube, das wird keiner mehr irgendwie den YouTubern glauben, nachdem so viel gestaged ist. Deswegen bringt es eigentlich auch gar nichts, in so verlassene Häuser zu gehen, weil egal, was du erlebst, es wird dir eh keiner glauben. Die werden eh alle glauben, es ist gefaked. Habe ich recht? Ihr würdet es eh nicht glauben. Süß. Hallo an alle, die auch zum ersten Mal da sind. So, ich muss näher ran, um zu sehen, was passiert ist. Das ist besser. Was zur Hölle? Das ist Blut und eine Axt. Wie könnte das jemand tun? Verdammt. Do not enter. Nicht reinsteigen. Oh, versprochen, mache ich schon nicht. Das Spiel sagt noch so, hey, bitte. Jetzt lass es. Oh, geil. Herrlich. Gutes Game. Gutes Game. Also da würde ich nie reingehen. Ich erinnere euch ja immer wieder an dieses verlassene Gebäude mit Maxify und Ju. Ich war der größte Schisser der Welt. Wirklich. Niemals. Ne, der Hinweis war vorhin nicht da. So. Locked. Ich muss auf jeden Fall die Bretter davor wegmachen. Oh mein Gott, ey. Ich würde so heulen. Geh doch rein. Irgendwie so ein bisschen Silent Hill Touch, finde ich. Da war er. Hier bin ich. Boah, jetzt macht der ja auch noch die Tür auf, ey. Furchtbar. Lass mich. Gib meine Taschenlampe. Nee, also auch wenn ich im echten Leben in so einem Raum stehen würde, ich würde heulen. Ich würde das nicht wollen. Ich würde sagen, ich kann nicht. Lass mich alle in Ruhe. Furchtbar. So, ich mache das jetzt schön laut für uns alle. Für uns alle die Arschbacken wegsprengen. Oh Gott. Ich habe die Wahl zwischen Cholera und Pest. Ich möchte eigentlich gar nichts tun. Oh Gott, ich würde so heulen. Ich tue auch heulen, weil ich spielen muss. Ist da irgendwas Tolles für mich drin? Nimm mich jetzt auch, wenn ich stinke, denn dann sage ich winke, winke und goodbye. Hello. Oh, ein Exit. Der definitiv aufgeht, verdammt. Oh Gott, das würde ich nie tun. Das ist so... Hä? Was ist los, Mann? Was ist dein Problem?
So. Wer sind all diese Leute? Was ist mit dem ganzen Equipment, mit den ganzen Sachen, die hier überall rumliegen? I have never seen hardware like this. Ich habe niemals so viel Hardware, wie sie hier rumliegt, gesehen. And the body bag und die, die Leichensäcke. I swear, these look like body bags. Es sieht aus, sie sehen, ich schwöre, es sieht aus wie Leichensäcke. Naja, also eben Körper. But we are an ordinary, wir sind doch ein ordinary heißt doch normales Krankenhaus. Wir haben doch, we don't even have a morgue here. Where did the body bags come from? What's going on? Also er sagt, es ist ein ganz gewöhnliches Krankenhaus. Es kann nicht sein, dass diese ganzen Leichensäcke hier auf einmal rumliegen und hier sind. Das ist nicht möglich. Aber in Krankenhaus. Ah! Was zur Hölle war das? Ah, eine. Sie haben nicht mal eine Leichenhalle hier. Ja, das ist eine gute Frage. Wo sind jetzt. Was habt ihr denn mit den Leichen gemacht? Aber haben Krankenhäuser nicht alle Leichenhäuser? Also so Leichenhallen? Oder Räume? Oh Gott, die Bäder, Leute. Hat jemand gerade irgendwas an den Ding geschrieben? Furchtbar, echt. Also. Wer entwickelt sowas? Ah! Oh mein Gott! Oh Mann! Oh, ich werde nicht alt mit dem Spiel. Ne? Die Tür geht nicht auf. Oh Gott. Das Telefon klingelt. Wie ist das möglich? Keine Ahnung, ich will es gar nicht wissen. Ja, jetzt hat's aufgehört. Das liebe ich ja. So. Scheiß drauf, Rick. Sie tun uns hier einsperren. Oder sie machen das, sperren das oder tun das hier quasi absperren. After all I've done for also okay, sie machen quasi dieses Krankenhaus, schließen sie. Nach allem, was ich für sie getan habe, was wir getan haben, the project was doing good, we were so close to our goal, but one of the sponsors decided that there are too many casualties. After all these years and so many lives sacrificed, what? They decided to pull the plug so as not to alert the press. Also anscheinend haben sie, es hört sich für mich an, als hätten sie hier so eine Art Experiment gemacht. Er sagt, nach den ganzen Opfern, die wir gebracht haben, kann aber auch Opfer sein im Sinne von, was er an Tätigkeiten erledigt hat, ziehen sie einfach den Stecker und schließen das hier alles, damit die Presse nicht alarmiert wird. The locals suspect us already. Also die lokalen Medien tun es bereits sowieso schon, verdächtigen, dass wir bald schließen. And they decided to close the hospital. Oder, und sie entscheiden sich, das Krankenhaus zu schließen. Can't they see it will set off more alarm bells? Können sie nicht sehen, dass das gerade noch mehr Alarmglocken alarmiert? Today they will haul away all the equipment and all the subjects just like that in broad daylight. Idiots. Also sie wollen jetzt quasi die Subjekte am helllichten Tag loswerden. Wahrscheinlich um irgendwelche Beweise zu vernichten. Ich gehe wirklich davon aus, dass wir hier irgendwelche Experimente gemacht haben. Hm. Hello, girl. Oh nein. Ist das normal? Oh nein. Nee. Wie viel will der denn noch aufnehmen? Das reicht doch schon für 3 starke YouTube-Videos. Hier war nix. Okay, was ist das? Don't look up. Oh nein, ich soll nicht hochgucken. Oh mein Gott. Was bedeutet das? Jetzt,
Crap. Crap, Baby, Crap. Öffnen sich die ganze Zeit neue Türen. Ich weiß nicht wohin. Oh Mann! Dass irgendwas Schreckliches wird. Oh mein Gott. Und wie es weggerannt ist! Oh Gott, wie es weggerannt ist. Krieg ich bitte mal eine neue Flashlight oder was leuchtet hier so hell? Bitte gib mir eine neue Flashlight, so I can take you for a ride. Kann ich da nichts nehmen? Oh, wie suspicious. Die Crowbar habe ich vorhin auch nicht geschnallt, dass ich die nehmen kann. Hier ist überall Blut. Oh, hier ist ein gruseliger Teddy. Teddy. Da hinten tropft irgendwie Blut. Ne, es wird die wirklich keiner glauben. Oh mein Gott, ich habe gerade gar nicht gesehen, dass da einer steht. Oh mein Gott, Teddy. Follow me. Was? Teddy? Ist Teddy hier lang gegangen? Teddy? Oh ja. Was sagt denn Teddy? Okay, ich muss irgendwie in die Rezeption. Teddy hat ein Fahrrad. Teddy ist an irgendeinem komischen Gerät festgeschnallt. Okay, the room looks familiar. Findest du? Hier sieht alles gleich aus. Ich habe keine Ahnung, wo du hin willst. Aber folgt doch nicht irgendeinem Teddy in einem Rollstuhl, der aufgeschlitzt ist. Oh. Teddy's dead. Leute, Teddy hat's nicht geschafft. Es tut mir leid, euch das sagen zu müssen. Hier ist Teddy. Die Treppen runter? Was ist denn das? Ist das irgendwie... Treppen runter? Unten? Ah, im Waschbecken ist ein Schlüssel. Das sieht so aus, als müsste ich in den Flur... Familiar clock on the wall, there would be a door somewhere nearby. Okay, es muss irgendwo eine Uhr sein. An der Wand. Ich kenne mich hier nicht aus. Es sieht alles einfach nur identisch aus. Keine Ahnung, wo ich hin soll. Ich gehe jetzt nach Hause. Hier kam ich her. Ich wollte eh mal geradeaus gehen. Was gab's denn da noch? Geradeaus. Hier war ich eh noch nicht. Oh, das ist alles. Dumme Ratte, aber wirklich. Oh. Oh, da ist der Teddy. Hier war ich überall noch nicht. Hello? Hey, ich würde so heulen. Muss ich da lang? Oh, da hat jemand gepennt. Ihh, da schläft jemand. Wie gruselig. Okay, ich will wieder zurück. Terrible again. Oh mein Gott, ey. Mir fährt's immer so rein. Das ist so richtig anstrengend, der Jumpscare. Wenn ihr irgendwo eine Uhr seht, dann schreiet. Ah, hier. Hier ist eine Uhr. Ah! Meine Güte, was zur Hölle? Bist du verrückt? Gott! Entspann dich, Rudi. Boah, kann nicht mehr. Bitte gib mir die Kack los. Oh Gott, ja.
Da ist der Schlüssel. A key. Okay, wofür ist der Schlüssel? Leave me alone. Vielleicht für die Tür da vorne? Boah, das ist ätzend, echt wirklich, also. Mein Puls ist viel zu hoch. Ich glaube, ich muss hier rein, oder? Was ist dieser Ort? Hä, wo bin ich denn jetzt? Hallo? Ja, was ist dieser Ort? Gott, Hilfe, wo soll ich denn lang? Atmet hier irgendwas anderes außer mir? Boah, es ist ätzend. Der Raum ist einfach so groß. Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. Ich glaube, da vorne hat es geleuchtet. Da ist der verdammte Bär. Verdammter Bär. Kann nicht den wo ausschalten. So many people. Men, women, children. And for what? Why have we done all this? It was clear from the start that this was bullshit. Dr. Barkov, what did he try to achieve? I think he just loves to hurt people, gets off on torture. I'm glad they are shutting down this project, but the blood on our hands, I don't think it'll ever come off. Also, Kinder, Frauen, Männer, alle wurden geopfert. Wofür? Wir wissen es nicht. Ich glaube, dieser Dr. Barkov hat damit irgendetwas zu tun. Was hat er damit versucht zu erreichen? Es macht ihm wahrscheinlich einfach nur Spaß, Menschen zu Schmerzen zuzufügen und sie zu quälen. Und ich bin sehr froh, dass dieses Projekt geschlossen wird. Darum geht's hier. Wunderbar. Toll. Und da geht's jetzt nicht ernsthaft gleich runter, oder? Wir müssen doch irgendwo eine Treppe runter. Oh nein, es geht runter. Oh mein Gott, ist das dein Ernst? Are you serious? Was ist das hier? Access Point. Oh, was? Dieser Geruch. Oh Gott, ich weiß, wo sie die Leichen gelagert haben. Oh mein Gott, was zur Hölle ist das? Das Ding ist einfach nur groß. Von was redest du? Ich hab's nicht gesehen. Kollege. Von was redest du? Oh. What have I done? Oh mein Gott! Die Füße! Oh Gott, die können wir gleich mal auf Wikifeed stellen. Oh Gott. Der spreizt die Füßchen extra so eklig wie auf Wikifeeds. Oh mein Gott. Jetzt weiß ich, was er gemeint hat. Das Ding ist groß. Okay, wir haben etwas Widerliches gesehen. Sie machen ja Experimente. Wikifeeds, wie viele Sterne würdet ihr diesen Fuß geben? Ich will hier weg. Da ist auch noch einer drin. 5, 6 bis 5. Ja, solide. Ach, es sind überall welche drin. 5 bis 5 Sterne. 10 von 10. Das ist nett von euch. Da freut er sich bestimmt. Aber warum sind die so groß? The latest experiment was a success.
Can't say the same about previous cases, but this time the subject seems stable. Muscle mass increases steadily, however, intellectual capability consciously declines. It would appear the subjects experience total memory loss. They have no recollection of who they are and what happened to them. That's good for us, right? All of the subjects have gone completely bald. Also quasi, sie haben Experimente mit diesen Menschen gemacht und sie haben alle komplett ihr Gedächtnis verloren. Und das ist anscheinend gut. All of the subjects have gone completely bald. Their voice cords have undergone irreversible changes and they have lost the ability to articulate words. Sie haben verlernt zu sprechen und sie sprechen sehr seltsam. They now image weird noises akin to laughter and something else entirely. Sie fangen jetzt an, komische Geräusche zu machen, zu lachen und noch irgendwas anderes. Another peculiar upgrade is the eyesight. Also sie sehen jetzt wahrscheinlich nichts mehr. Also ihr Augenlicht. The subjects can definitely see in near total darkness and their eyes seem to reflect light. Rather haunting, really. The subjects are getting more and more aggressive towards personal. Personal meinen die, ne? We still managed to keep them under control. So far, so good. Unfortunately, we still cannot determine what causes loss of signal between subjects' brain implants and our unsere Maschinen. But we are working on it. Let's continue the research. Also, sie können danach gut sehen. Es sind eigentlich, erinnern die mich jetzt gerade so ein bisschen an die Wendigos wie die von Until Dawn. Diese gruseligen Viecher. Terrible experiments on humans. Grausame Experimente an Menschen. Einfach SCP Containment Breach, ja. Was sind das? Oh man, is that the dead body? Das sieht aber weird aus. Okay. Fuel can, also wir brauchen Öl. Für den Generator und dann haben wir Licht. Und wir haben eine Kassette. Was steht da drauf? Die nehme ich jetzt mal mit. Okay, dann let's find this shit. Es ist so dunkel. Ach du Scheiße. Ein voller dead asshole. Okay, ich folge den Äuglein. Oh Gott, ich dachte gerade. Was war das? Warum hat sich meine Maus so kacke umgedreht? Hä? Ich will das nicht. Warum tue ich mir das an? So richtig angry ist der. Der kleine Fratz. Hier ist der Generator, oder? Ist dies der Generator? Fußbilder machen und verkaufen. Der wäre rich. Oh, da sind schon wieder Augen nicht, dachte gerade. Der wäre rich. Oh, hier ist eine Note. The implant issue is not still fixed. Also das Implantatproblem ist noch nicht geregelt. We cannot read their minds. Wir können ihre Gedanken nicht lesen. We cannot give them orders. Wir können ihnen keine Befehle geben. They kept silent however something it feels like they are communicating with each other or mentally. Die tun quasi nicht reden und sind nur gruselig, leise und tun so miteinander kommunizieren. Also mental. The exchange glances give tiny little nods. They resemble a pack, as if they are share a mental link. At the point in the time we cannot confirm we researched our original project goals.
We still do not control the subjects, of so using them for military purpose is out of the question. However, we definitely reached a breakthrough in a different field. It looks like we created a new species. Also, sie wollten sie eigentlich für das Militär einsetzen. Aber da wir sie noch nicht kontrollieren können, macht das keinen Sinn. Das ist der Generator, oder? Was quietscht denn da so süß? Ich will es eigentlich gar nicht wissen. Diese ganzen Geräusche machen mich irre. Wir sind über Blutproben. Übrigens immer noch keine Taschenlampe. Unfassbar. Ist da hinten irgendwo Licht? Ah! Oh mein Gott, ey. Ich glaube, der will mir sagen, dass es hier lang geht, oder? Will der mir sagen, dass ich hier richtig bin? Wir kommen ja nicht weiter. Warum ist er dann ins Lange gerannt? Wie der läuft. Ist jetzt so viel Licht auf einmal. Oh. War das da vorhin schon die ganze Zeit da? Oh, hier ist auch eine Karte. Hä? Hä? Fuel. Okay, need to find a generator. Erstmal lesen. Das war aber vorhin noch nicht an. The previous batch died within a week from inserting the brain implants and injecting the serum. But this is something else. Their physically attributes are rapidly increasing and their minimum system seems to be able to withstand exposure to all of the viruses and bacteria we introduce. All of that are mere week after the introduction of the new serum. We are excited to have Dr. Beckhoff join the project. Everything has been going much faster and smoother now that he's with us. His vast expertise and innovation ideas led to a breakthrough with serum development, the beast one, the best one yet. Okay, also wir haben quasi versucht, denen Gehirn, also Implantate im Gehirn zu injizieren mit einem Serum. Und es hat scheinbar dank diesem Barkov funktioniert. Ich werde jetzt erstmal mir diese Dinge hier reinballern. Kann ich das nicht machen? Ich habe doch eine Videokassette geholt. Warum geht das nicht? Shit, es ist einfach so unfassbar dunkel. Es ist so dunkel. War nicht hier irgendwo dieser Generator? Haben wir das schon gelesen? Ja. War nicht hier dieses grüne Teil? Show me your generator. Nee, das ist er nicht. Ist er das? Nee. Generator! Hier nicht, oder? Nee. Gott, wo war denn das? Habt ihr irgendwas gesehen, Leute? Ah, wahrscheinlich den Kabel einfach folgen, oder? Maybe, baby. Ah, yes. Hello. Hello. Aber wie? Will ich den jetzt? Ist er das? Das ist doch der Generator, oder? Aber wieso kann ich da nichts reinfüllen? Oh, what? Da muss mir... Ah, das ist aber... Filled up the fuel. There's someone to start. Das ist aber... schlecht angezeigt.
Der TV funktioniert. Ich muss das hier einsetzen. 20. Dezember 1985. Insert. Muss ich wieder irgendeinen imaginären Knopf drücken? Oh, ich sehe ja gar nichts. Soll das so sein? Ah, jetzt. Hm, die Experimente. Das ist pervers. Einfach nur pervers. Ist das eine Aufnahme von den ganzen Experimenten, die hier stattgefunden haben? Scheinbar ja, und du hast es dir angeschaut. Du wirst sterben. Boah, furchtbar. Ich will gar nicht wissen. Nein. Ih, die lachen schon so ekelhaft. Ich will gar nicht wissen, wo das noch überall stattfindet im echten Leben. Wir wissen es nicht. Glaubt ihr, wie viele Menschen irgendwo in irgendwelchen Kellern festgehalten werden? Hallo? Okay, was zur Hölle ist das? They are closing the project. Also sie schließen das Projekt. One of the recent subjects, also eines der Subjekte ist entkommen. The one from the latest test, der vom letzten Test. It tore several lab assistant and couple of security guards to pieces and vanished into the vents. Also, oh nein, es hat quasi ein paar Menschen von der Security und den Assistenten in Stücke gerissen und ist durch die Schächte gegangen. We tried to stop it by initiating a lockdown, but it looks like it managed to escape before the vent diver's fuel fully closed. Oh God, what have we done? We were supposed to create remote control super soldiers, and we created an apex predator with human intelligence, strength, and unparalleled agility and night vision. I hope they capture the subject soon or else I don't want to think about it. Sie haben also eigentlich voll die Killermaschine jetzt erstellt und die ist jetzt abgehauen mit der menschlichen Intelligenz und verpisselt sich hier irgendwo hin und lebt jetzt in den scheiß Schächten und ich gehe rein! Na super, Licht. Oh Gott, ich dachte gerade, es kommt mir hinterhergerannt. Oh Gott. Oh Gott. Oh, Stress. Gute Soundeffekte, muss ich sagen. Ich lese erst die Note. Dr. Borkhoff ordered that everyone should leave the lab today, told us to leave everything behind, said the experiment had failed, and we would never be able to control them. All the project documentations will be destroyed. Subjects shall be put under or transported to a separate location. They are closing us down, the hospital on top of the labs as well. This is it. Month of work gone waste. I don't know what's going to happen next. I guess they will burn the place down or extend the lockdown infinitely. Either way, our vital mission will be forgotten. Ah, screw that. I just want to get out of here. We all do. As soon as possible. Sometimes when you listen closely, despite all the movement and shouting and noises, you can hear something knocking in the vents. Oh, these horrible noises give me the chills. Also er sagt, alles vorbei. Sie schließen das Krankenhaus und das Labor. Alles war umsonst. Die ganze Arbeit. Die Mission ist gescheitert. Und wenn man ganz genau hinhört, dann hört man diese Monster immer noch durch die Schächte rennen. Geil. Oh, eine Polaroid. Hallo, Polaroid?
Polaroid. Kann ich die nicht nehmen? Schade, jetzt hätte mich gefreut, ein Foto zu machen. Oh, was ist das? Oh, ist das eine Kamera? Nimm die Polaroid! Oh. Die Kamera von jemandem. Alles für die Klicks, ja. Der war auch ein YouTuber. Auch ein dummer YouTuber, Leute. Oh je, der war da auch, wo ich war, ne? Oh shit, die Eis. Schon gruselig. Was machen die mit mir? Fressen die mich oder töten die mich nur? Was zur Hölle? Ich erinnere, I recognize the location from the video. I've been that plush bear on the table. Alright, fine. I have to get enough. Get out of here. Oh, du Idiot. Jetzt ist es ihm genug. Jetzt ist es. Jetzt will er quickly raus. Jetzt, nachdem das passiert ist. Ist das ein Witz? Das wird ätzend jetzt. Das hasse ich an Spielen, wenn du weißt, du bist in Gefahr. Und das Spiel sagt dir, wir müssen hier schnell raus. Es ist eine Gefahr. Mayday, Mayday. Das hasse ich. Oh mein Gott, der Sound vom Generator ist ausgegangen. Na toll. Die hellste Kerze ist aber nett, ne? Mich einfach genauso dumm verhalten wie die in der Hoffnung. Alter. Oida. Oida. Nein. Ey, ist bestimmt jetzt alles voll, oder? Doch, ich habe ja die Kamera. Das ist ja die Kamera, die ich hier in der Hand habe. Oh, shit, der Bär. Der Bär ist der Tod. Ah, dass ich jetzt erst durchdrehe, ne? Also bei mir wäre es schon vorbei gewesen, als die Axt im Auto war. Das erste Ende war das Beste. Also, oh Gott, Hilfe. Oh nein. Oh nein, habe ich jetzt das gleiche Ende? Der Typ hat Nerven aus Stahl. Der Typ ist einfach nur klickgeil. Gott. Oh mein Gott, sie verfolgen mich. Ich muss so schnell raus, wie geht's, so schnell wie es geht. Bitte sag das nicht. Das ist so super ätzend, wenn er das sagt. Das macht so viel Druck. Just run for the exit, Tim. Just for the exit. Aber draußen sind die doch, Mann. Es war ein großer Fehler, hierher zu kommen. Ja, Brudi, sag bloß. Oh mein Gott. Shit, shit, shit. Was zur Hölle? Lauf doch weiter, Mann. Ich weiß nicht, wohin. Oh Gott. Oh Gott, dreh nicht durch. Oh Gott, ich weiß nicht, wohin. Oh Gott. Oh Gott, ich weiß nicht, wohin. Ich weiß nicht, wohin. Ich weiß nicht, wohin. Ah! Ah! Ich weiß nicht, wohin. Ich hab mich verlaufen. Shit. Oh. Ein netter Mensch. Ich komm da nicht hin. Da geht's nicht hin. Ich dreh durch. Da, da, da. He was killed by your curiosity. Oh mein Gott. Ich wurde umgebracht von meiner Neugier. Shit, ich hätte entkommen können, oder? Oh.
hätte ich entkommen können? So. It has been many days since Tim's last social media post and there's no still video on his channel. His subscribers started to worry. They call 911 and share the coordinates of the hospital. Once the rescue team arrived, they discovered piles of personal belongings and documents of people who has gone missing in the forest. Among the stuff was this Tim's camera. The police did not find any of trace of missing person. Also, Tim hat schon länger nichts mehr hochgeladen. Ich hätte entkommen können. Ich hätte entkommen können, sagen die Leute, sagt der Likey. Also, es war so, dass quasi nichts von meiner Leiche übrig war. Es war nur noch meine Kamera da. Ich habe nichts länger hochgeladen. Meine Community hat sich Sorgen gemacht, haben es der Polizei gemeldet, die Koordinaten durchgegeben und die Polizei hat leider nichts gefunden. Ist es möglich, da nochmal irgendwie ins Laboratory oder einfach Load Game? Und wo starte ich da? Starte ich da von 9? What is this place? Ja, da starte ich von 9. Ah, guck mal. Ich kann euch mal das andere Ende durchlesen. Also, wäre ich zum Auto gerannt, dann wäre der Text ein anderer gekommen, weil ich bin zu langsam gewesen. Der Text, der dann gekommen wäre, wenn ich das gute Ende gehabt hätte, wäre: After Tim released this video, the police decided to investigate the place. They dispatched a team who turned the place upside down. Plenty of documents, machinery and clothes belonging to people who had gone missing through this year. We were uncovered. Nothing and no one else, however, was found. State authorities express official gratitude to Tim. Many relatives and friends of those who'd gone missing and whose documents were discovered reached out to Tim, thanking him for unintentionally shedding light on their loved ones and fates. Also, Tim hat quasi das YouTube-Video released. Die Polizei hat dann entschlossen, nachdem das Video online war, dem Ganzen nachzugehen. Sie sind quasi dann zu dem Ort gegangen. Es wurden ganz viele Dokumente, Maschinen, Zeugs und Klamotten und Dinge, die Menschen gehört haben, gefunden. Aber niemand von den Vermissten wurde entdeckt. Niemand. Also wirklich gar niemand. Und das wurde dann an die Presse quasi gegangen. Es wurde auch der Tim, also wir haben dann quasi, wurden dafür gedankt. Denn ganz viele Verwandte und Freunde von den Menschen, die verloren gegangen sind, die waren froh, dass sie überhaupt Dokumente hatten und haben auch Tim dafür gedankt, dass er das rausbekommen hat und haben ihre Liebe ihm mitgeteilt. Das wäre das gute Ende gewesen. Ich habe zu lange gebraucht, verdammt. Aber ja, Leute, was sagt euch das? Geht niemals für Klicks in verlassene, dunkle Krankenhäuser oder sonstiges. Generell, wenn ihr so Lost Places machen wollt, immer unbedingt, auch wenn es doof ist, mit der Stadt abklären. Es gibt auch Lost Places, die sind einfach super gefährlich, weil Einsturzgefahr droht und sonstiges. Ansonsten finde ich es ein cooles Game. Ich hatte viel Silent Hill Vibes. Ich mochte das Sound Design mehr. Es war also eigentlich mehr ein Game, wo sehr viel mit Sound und Panik und Stress arbeitet. Und ich bin gespannt, was von dem Entwickler noch so kommt. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Über ein Abo würde ich mich wie immer auch sehr freuen. Und wir sehen uns in den nächsten Horror-Videos.